Hallo Leute, schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt zu einer neuen Folge EU4 mit unserem Deutschland. So, wo waren wir denn das letzte Mal stehen geblieben? Wir haben, glaube ich, hier hinten ein bisschen aufgeräumt, ne? Genau. Haben wir uns die ganzen Indianer und so geholt. Jetzt haben wir noch ein bisschen Überdehnung. Das geht aber gleich weg. Sehr schön. Wir annektieren noch die Briten. Oh, da wären wir gerade so fertig. Aber wir haben, glaube ich, noch ein Modifikator drin. War hier genau. Geht 1810 weg. Oh, das wird alles ganz schön eng. Aber dann können wir vielleicht ja doch noch den Missionsbaum abschließen. Die letzten Sachen. Ach, das Überseereich haben wir gar nicht. Das ist natürlich blöd. Hier, das hier wollen wir nämlich nochmal. Brennt den Holzfäller nieder. Da müssten wir was von China erobern. Kunin-Handelsregion. Ich glaube, es reicht, wenn man hier so Inseln holt. Ja, wie zum Beispiel mit Hadramaut verbündet. Die sind wo? Da drüben. Aber die sind wiederum mit Jemen, David und Ming verbündet. Achso, ja, Ming, ja, ist klar. Die sind aber auch in der Brutstadt, also alles eher ungünstig, zumal hier Ming alles schon kolonisiert hat. Das wird nicht einfach, wenn wir die gegen die vorgehen wollen. Muss man mal gucken, ob ich das noch mache, ob ich da noch Bock zu habe. Momentan nehme ich eher weniger. Was war ich noch hier? Oh, die sind mindestens genauso weit, die Ming. Okay. Ja, machen wir mal eben weiter. Da haben wir nämlich noch ein bisschen was zum Belagern. Dann warten wir auf die Kernprovinzen. Ich weiß gar nicht, was ich als nächstes machen wollte. Hier das holen, ne? Das sein. So, wir sind da fertig. Sehr schön. Da haben wir alles schon Kernprovinzen. Wunderbar. So ist die Frage, was macht man als nächstes? Gegen Ming. Ach hier, eigentlich wollte ich noch Japan holen, ne? Ich müsste irgendwie an Ming rankommen. Du hast Ansprüche, okay. Unser Untertan hat Ansprüche, oder sowas. Ach, nur hier. Ach so, ja gut. Das ist ja hier von, ne? Wenn ich das so machen würde. Oh, Ming würde gar nicht helfen. Die haben ja richtig viel Schulden. Uff. Okay. Müsste man eigentlich warten, bis sie bankrott gehen, ne? Idealerweise. Die haben wir gar nicht markiert. Das geht so natürlich nicht. Machen hier einfach mal alle. Oh, Moment. Ich habe es verdrückt. So, die rechte Taste drücken, nicht die andere. So. Was? Die Qualität der Armee lässt nach. Das geht aber nicht. Oh, wir sind so eine maximale Rekrutenreserve, sehe ich gerade. Wir erhöhen mal die Qualität, würde ich sagen, ne? Gibt's auch Disziplin? Das wäre ja optimal. So, wen hast du noch als Untertan? Die Mandschurei. Wo wir das schon leichen, vielleicht?
Nee, das gehört alles China tatsächlich. Die haben sich die ganze Handelsregion geschnappt. Wo können wir vielleicht David angreifen? Oh, da würde die Mingisch helfen. Das würde ja schon reichen im Grunde. Für das Bäumchen. Wie viele Truppen habt ihr? 27.000 nur. Und ihr? 19.000. Ja, easy. Dann machen wir das doch. Tramaut ist hier drüben. Ja, das machen wir. Das wird easy going. Da können wir bestimmt durchmarschieren. Schätze ich mal, hoffe ich mal, glaube ich mal. Sie mein Anführer, hervorragend. Boah, dann habe ich ja schon mein neues Ziel, würde ich sagen. Hier brauchen wir eigentlich auch nicht, ne? Ach, wir können die nicht überschreiten, die maximale. Ist auch doof, ne? Müssen wir später auflösen, wenn die Rekrutenreserve ein bisschen gesunken ist, würde ich sagen. Oben haben wir noch eine Flotte, dann komm du doch mal. Nee, obwohl. Komm mal hier rüber. Du kommst dahin. Dann fahren wir damit dann darüber und greifen da an, würde ich sagen. So machen wir das. Das klingt doch nach einem Plan. Oh, eine Silberflotte. Gut. Aber wir müssen ja immer noch hier die ganzen Vasallen unter neuen Kolonien unter Kontrolle bringen. Aber ich glaube, da haben wir noch 10 Jahre Zeit, ne? Oder wie war das? Ja, Waffenstillstand 1815. Ja, kein Problem. Easy. Die besetzen hier. Dann klauen wir uns das und dann passt das schon. So, abrufen, danke. Haben wir einen Freier? Können wir das separat Frieden machen? Ja, können wir. Ah, wir kriegen keine Dingens dafür. So, will ich angreifen? Eigentlich schon, ne? Jetzt oder nie, lautet die Devise. Also hier bräuchten wir eigentlich noch Handelsschiffe, Transportschiffe. Normalerweise. Eins, zwei, drei, vier, fünf, sechs, sieben, acht, neun. Neun sollen reichen, ne? Normalerweise. Können wir noch ein Dings bauen? Nee, ne? Wollte gerade sagen. Ich dachte schon. Gut, dann würde ich mal sagen. Wir holen uns hier noch einen General. Dann fahren wir mal darüber, würde ich sagen. Ich würde hier noch Kernprovinzen machen. Das schadet ja nicht unbedingt. Haben wir eigentlich noch Rebellen irgendwo? Fällt mir gerade so ein. Da. Untertan. Wer bist du? Ach, Ashandi. Die wollten mir eigentlich auch noch annektieren, hä? Normalerweise. Oh, wir haben irgendwie wenig Legitimität. Es geht natürlich so nicht.
Und wir geben mal ein bisschen Militärmacht aus. Dann passt das auch wieder. Und da haben wir noch fleißig annektiert, dann würde ich mal sagen, wir greifen mal an, oder? Auf geht's. Fahren wir erstmal rüber. Oh, wenn man vom Teufel spricht, ne? Die kommen sie auch. Das ist immer fertig. British Mexico, okay. Das passt ja. Oh, jetzt haben wir kein Dingens über. Ach doch, jetzt. Das sollte ja ein bisschen hier das Dingens singen, oder? Nee, doch nicht. Hm. Machen wir mal so, mal gucken. Ach, British Mexico. Ah, bin auch doof. Hätte ich an Fränkisch Mexiko geben sollen. Das war wieder äußerst clever von mir. Aber nun gut. Marokkanische Nationalisten. Das geht natürlich so nicht. So, Flotte ist da. Jetzt brauchen wir hier mal noch ein paar Diplomaten, danke. So. Ming kommt nicht mit, die kommen eine ganze Weile nicht mit. Eroberung der Hauptstadt. Go. So, wo landen wir denn direkt mal? Direkt auf der Hauptstadt? Ja, komm. Erstmal da vielleicht und dann gehen wir auf die Hauptstadt. Mal gucken, ob wir hier durchkommen. Und da haben wir das auch erledigt. Befreit das mal. Gibt es ins Militärzugang? Nö, warum auch? Wozu auch? So, da wird schön Zeug gemacht. Wo ist sie gerade? Der dauert zu lang. Den brech mal ab. Mal lieber auf die anderen, das passt dann schon. Wir helfen mal. Dann passt das auch. Ah, da haben wir schon besetzt. Haben wir uns noch schnell die Hauptstadt, dann passt das. Da kommen wir nicht rüber. So, diverse Goldflotten. Haben wir da noch ein bisschen Rebellen. Was? Händler ignorieren Kompaniemonopol? Fränkisch-Philippinische Handelsflotte ein Monopol für den Handel mit Porzellan gewährt. Händler, die sich nicht daran halten, sind daher ein Problem für die Kompanie und unlizierte Händler, das Monopol durch Wettbewerb untergraben können. Ah ja. Und jetzt Einfluss Schiffe. Oh. Machen das mal so. Das passt dann schon. Ach, ganz viele Goldflotten kommen da jetzt an. Herrlich. Du kannst mal hier, glaube ich, ein bisschen dich eben hinstellen. Dann schnappen wir uns hier mal Dinge. Danke, das war die Hauptstadt. Dann schnappen wir uns noch dieses Dingens.
So, komme ich jetzt durch? Hat zufällig jemand Zugang geholt? Natürlich nicht. Warum auch? So, hier machen wir noch ein paar Flotten. Oh, keine Groß macht mir das immer mal leid. So, 44. Oh, das hat er genau hingehauen. Wunderbar. Sau. Das heißt, klaut wieder. So, Looper haben wir auch noch was. So. Oh, du kannst eigentlich auch hier hin. Was? Religiöse Spannung? Ach komm. Das riskieren wir einfach. Oh, eine neue Kolonisation. Neudeutschland. Ja, das klingt doch okay. Auch wenn es ein bisschen spät kommt. Ist okay. So, das müsste jetzt hier hin sein, ne? Genau. Boah. Passt. So, die sind soweit auch schon wieder runtergegangen. Sehr schön. Das freut mich. So, wie schaut es denn hier aus? Die gehen da hin, der macht da. Ja, schauen wir da mal, wenn es 1814 ist oder so. Da müssen wir da mal ein bisschen eingreifen, denke ich. So, gehen wir schnell da runter. Genau, verziehe ich mal lieber. Besser ist das. Schon wieder irgendwelche Nationalisten. Echt schlimm hier. Hm? Ach, hier, bevor ich es vergesse. Ach. Okay. Da tun schon die Untertanen. Ordentlich belagern. Das passt ja. Schon wieder Gold. Uiuiui. Die Fuck-Fuck-Insel. Ja. Okay. Interessanter Name. So, das haben wir gewonnen. Erwischen wir dich? Schaffen wir dich? Auch wenn es Berge sind? Berge sind nicht schön, aber wir sind so überlegen, kein Problem. Wir schnappen uns hier mal schön die Stadt Angkor mit ihren Angkor-Stadt da Dingens hier. Sieht man das hier irgendwo? Nee, gibt keinen Modifikator, okay. Ich hätte gedacht, da gibt es einen Modifikator. Aber dem ist doch nicht so. Schade eigentlich. Dominanz und Sklavenhandel, sehr schön. Oh, Hallöchen. Und die können wir mal auflösen jetzt. Die brauchen wir nicht. Ah, ist immer noch nicht ausreichend Platz vorhanden. Okay. So, schnappen wir uns noch da drüben die Hauptstadt. Noch eine Goldflotte. Eieiei, so viel Goldflotten. Zwei Anker haben wir auch schon. Sehr schön. Wir brennen hier bloß noch eigentlich alles. Oh, danke. Was? Schwierigkeiten fränkisch passieren?
Sorry. Und das geht so nicht. So, die haben wir auch abgefangen. Sehr gut. So. Achso, der ist jetzt selber da schon hin. Ist mir recht. Haben wir die gleich komplett weg. So, gehen wir da rüber. Jetzt haben wir hier drüben wieder ein paar ungebetene Gäste, aber das sollten wir ja wohl alleine schaffen. So, da werden überall Beziehungen verbessert. Wir könnten den anderen auch noch hinschicken. Zu einem eigenen Untertan. Genau, das nehme ich an mit minus 200. Das müsste noch korrigiert werden. So. Unten haben wir schon. Da haben wir auch schon. Da gehen wir mal darüber. Oh, haben wir hier oben Probleme? Nee. Dann passt ja. So, hier machen meine Untertanen das. Sehr schön. Kernprovinzen. Danke. So, wie kommen wir jetzt dahin? Gar nicht. Ist doch eigentlich nicht so wichtig, ne? Aber die sind mit jedem verbündet. Dann hoffe ich mal, die kommen da rüber und besetzen das noch. Das wäre schön. Können wir sie richtig schön reinsetzen dann. Das freut bestimmt die Ming. Ungemein. Geht dahin. Dann müssen wir mal die Flotte abfangen. Dann sind die nämlich auch weg. So. Ah. Lästige Nationalisten, ja. Immer wieder nervig. Aber okay. Was willst du machen, ne? So ist das halt. Oh, was ist denn hier oben? Eine Armee tatsächlich. Die sind bis da hochgelatscht. Na gut. Wenn du meinst. Ach, da haben wir die Dings besetzt. Da oben kommt der Muskovite. Sehr schön. Schon wieder Prestige verloren. Das ist aber nicht schön. Können wir eigentlich schon Frieden machen? Eigentlich schon, ne? Was ist die Handelshausregion? Ach, der Streifen hier, okay. Viel ist das ja nicht. Aber ich brauche nur 5, glaube ich, ne? So zum Beispiel. Wenn man sich hier drüben noch schön reinholen. Gut. Leichte Überdehnung. Ist aber okay, denke ich. So vielleicht. Dann dürfte der keine Tributstadt mehr sein. Denke ich. Zumindest. Wie viel Überdehnung gibt es? Oh, nur 96. Das geht eigentlich, ne?
mal sagen. Allerdings haben wir ja noch einmal 6%. Das ist auch gleich weg. Machen wir das noch kurz. Ist das auch erledigt. Können die eigentlich schon mal zurücklaufen? Wir haben eh schon volles Dingens. Ungefähr jetzt. Das hier drüben haben sie auch schon besetzt. Ich habe irgendwo Rebellen. Päpstliche Nationalisten. Na, ja, das wird dann irgendwo hier sein. Oder auch nicht. Was? Ach nee. In Deutsch-Kolumbien. Da. Und Deutsch-Alaska. Ach, das waren die hier. Okay. Gut, dann würde ich sagen, machen wir mal eben schnell Frieden. So. Ja. Ah, Moment. Ich würde gern... Ah, reicht nicht. Moment, was kostet das, komplett zu annektieren? 59, wow. Das ist nicht wenig. Den stellt man da komplett ab. Dann würde ich hier noch gern ganze Provinzen nehmen, nach Möglichkeit. Wenn das jetzt mir nicht mehr allzu viel bringen wird. So. Dann würde ich gerne noch hier oben ein bisschen reingehen. Was ist denn das hier? Moment. Wem gehört das? Hat Tamaut gehört das? Oh, ich sehe gerade, da stehen noch 5. Das geht natürlich nicht, wenn da noch 5 sind. Das müssen wir noch besetzen. Okay. Machen wir das mal eben. Also machen wir dann erst nächste Runde. Jetzt machen wir erstmal Schluss für heute. Ich danke dir fürs Zuschauen. Bis zum nächsten Mal. Bibi.